Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Snowfield. So, wir bauen das Amila ein. Okay. Dann. Wollen wir mal. Antrieb bereit. Auf deinen Befehl, Captain. Erreichen den Orbit. Ich glaube, da hat jemand was dagegen, dass wir das machen. Denn irgendwas zu entdecken? Nein. Hä? Ach. Dumm. Grafsprung ist momentan deaktiviert. Let's go. So, guck mal, was uns jetzt erwartet. Gefällt dir der Ausblick? Nee. Ich schaue sie mir gerne an. Die Ausblicklichkeit. Achso. Ist das das Ende? Das Jenseits? Der Himmel? Bist du ich? Diese Gedanken sind verständlich. Und deine Frage ist nicht leicht zu beantworten. Du stehst nun im absoluten Zentrum von Raum und Zeit. Wobei Zentrum für dich am einfachsten verständlich, aber doch nicht ganz richtig ist. Die Allheit ist das, was war, ist und sein wird. Sie ist nirgends und überall. Sie ist nichts und alles. Es ist die Allheit. Andere Bedeutungen sind deine Sache. Eure Sache. Unsere Sache? Wer ist denn uns? Das ist also die Einheit. Irgendwie habe ich mir was Beeindruckenderes erwartet. Nein. So richtig nicht. Du bist ich? Ein Gedanke. Kann man die Realität außerhalb von sich selbst je wirklich erfahren? Zeit und Raum werden durch eine Perspektive gefiltert. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts, die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können.
Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Ich habe getan, was ich konnte und mich mit meinen Fehlern abgefunden. Wir alle bereuen etwas. Ich habe getan, was ich wollte und mir genommen, was ich wollte. Ich hatte nie vor, gut zu sein. Nein. Gut. Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Die Sternenblüter haben gemeint, dass ich neu geboren werden würde. Das klingt eher nach Sterben. Augenblick mal. Die Artefakte, die Tempel, das Seminar. Wer hat sie erschaffen und warum? Du hast gerade deine eigenen Fragen beantwortet. Wer außer Schöpfern kann Dinge erschaffen? So hat man sie im endlosen Zyklus der Zeit schon immer genannt. Ist es einer? Sind es viele? Mensch oder Alien? Terrestrisch? Vielleicht triffst du sie eines Tages noch, aber nicht heute. Und was das Warum betrifft, ganz einfach, damit du diese Frage stellen konntest. Damit du vor mir stehen und in die Mysterien des unendlichen Kosmos eintauchen konntest. Okay. Das ist mir jetzt zu viel, ich verstehe das nicht. Ich gebe zurück. Tschüss. Komm direkt zu dem Teil, wo ich mächtig werde. Komm. Die Sternblüter meinten, dass ich neu geboren werde. Das klingt mir eher nach Sterben. So wie ein toter Stern neue Materie erzeugt, verschmilzt ein Teil von dir mit der Allheit selbst. Dieser Teil betritt als Sternenblut das Multiversum. Für dich wird es so sein, als würdest du aus einem Traum erwachen. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren, dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen, in deinem Universum, dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen, mit euch allen, mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Oh, okay. Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird. Vielleicht. Während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Dein Kampf mit der UC Sisdev gegen die Crimson Fleet erweist sich als Triumph des Gesetzes über die Gier. Die UC sorgt für mehr Sicherheit in den besiedelten Systemen, sodass die Raumfahrt ungefährlicher wird. Neuroamp? Nicht so gute Idee gewesen. Ryujin Industries produziert den Neuroamp in Serie. Unter Vermittlern, Diplomaten und Verkäufern wird er zum Verkaufsschlager. Von nun an steht Ryujin synonym für Erfolg. Ob man will oder nicht. Das passiert mich nochmal nach. Kann ich irgendeinen Buffer auswählen? Nee. Das ist die Zeit, wir haben sie ja, also. Ist gut. Schön langsam. Nicht, dass du stolperst und in die Unendlichkeit fällst. Der Gesandte bleibt in diesem Universum,
Doch dein Vertrauen beflügelt ihn dazu, nach denen zu suchen, die sie der Allheit für würdig erachten. Viele edle Sternenblüter werden so wiedergeboren. Und wieder nicht. Hey, ihr. Die zurückbleibenden Mitglieder der Constellation werden ihre Materialien über die Entdeckung der Artefakte, die Sternenblüter und die Allheit veröffentlichen. Die Erkundung des Alls in den besiedelten Systemen im Zeichen der Hoffnung erhält einen neuen Schub. Okay, na dann. Du lässt dieses Universum hinter dir, doch ein neues erwartet dich. Wer wirst du in diesem sein? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Ich bin immer noch Barney, oder? Bin ich nicht Barney? Wer bin ich dann? Bin ich nie Bar? Das Universum. Die Unendlichkeit. Alles zusammen. Die Multiversen. Alles mit einmal, alles auf einmal, in einem Blick, die Schönheit der Dunkelheit. Ihre Vollkommenheit. Und ihre Grausamkeit. Lasst das Licht erscheinen und uns wiedergeboren werden. Oh, das ist das Ende gewesen. Ah, okay. Also ist das jetzt dann New Game Plus wahrscheinlich. In der Art. Okay. Gut. Na ja, dann gucken wir da nochmal rein. In das. Ob wir da noch irgendwas machen können. Oder so. Wir überspringen das mal. Ups, danke. Okay, wir haben auf jeden Fall anderes. Okay. Wir können uns auf jeden Fall einen neuen Typen machen. Oder eine Frau. Nö, wir machen uns den gleichen Typen nochmal. In Fett. Nein. Hallo? Nein. Wir bleiben, wie wir sind. Ja. Das ändern wir aber jetzt. So, Empath bleibt. Wir sind nicht mehr aufgeklärt erzogen. Sondern wir glauben jetzt an die Schlange. Und die Heldenscheiße machen wir auch raus. Wir brauchen Schnuggibubs nicht. Da.
gesucht. Nein. Freestar Collective. Extrovertiert. Bist ein gesättiger Typ. Bist du mit Menschen begleitet unterwegs. Verbrauchst du weniger Sauerstoff. Bist du alleine, verbrauchst du mehr. Okay. Wollen wir mit anderen unterwegs sein? Ich würde ja gerne. Terrafirmer? Traumhaus? Was ist Traumhaus? Du bist sitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus. Auf einem friedlichen Planeten. Allerdings beträgt die Hypothek der Bank 125.000 Credits. Und die muss wöchentlich gezahlt werden. Boah, ich weiß nicht. Deine Eltern gehen. Er könnte zu meinen Eltern gehen, okay. Arbeitgeber, du hast eine Crew für ein bestimmtes Schiffssystem ausgebildet. Repariert sich das System gelegentlich vollständig. Wenn es weniger als 50% beschädigt ist. Im Gegenzug kostet es doppelt so viel, Crewmitglieder anzuhören. Nee. Damit startest du mit erhöhter Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungs weniger wirksam. Das nehmen wir. Wir sind ja sozusagen ein Alien. Jawohl. Achso, Name. Wie heißen wir denn? Wir heißen trotzdem Barney. Mit einem E aber nur. Barney. Barney Stinson. Nein. Barney. Brimson. Voll kreativ, ich weiß. Okay. Ein Sternenblut. Das bist du geworden. Du hast das Unendliche berührt. Deine Geschichte ist vorbei, doch sie wird neu beginnen. In diesem Universum und in unzähligen weiteren. Du erinnerst dich an alles, was du je gelernt und erfahren hast. Zurücklassen musstest du deine Besitztümer und jeden, den du jemals gekannt hast. Erkunde dieses Universum und alles, was es zu bieten hat. Und vielleicht unternimmst du auch eine weitere Reise durch die Allheit. Okay. Also wir haben unsere ganzen Skills trotzdem noch. Ja, haben wir. Okay. Aber wir haben nichts mehr mit Inventar. Nur unseren Anzug. Nicht mal mehr eine Waffe. Cool. Das ist jetzt unser Raumschiff. Ah, okay. Ja, gleich. Ist hier noch irgendwo was? Aufhängung, ja, schön. Also nein, hier gibt es sonst nichts weiter. Da kommt mal raus. Dann setzen wir uns mal. Ah, oh, okay. Kann man das Raumschiff ausstatten?
Okay. Dann setzen wir uns mal rein in unser neues Schiffchen. Okay. Ah. Argos Extraction Mining Outpost. Und da hat unsere letzte Reise begonnen. Sternstation. Okay. Aber wir haben ja schon eine Mission. Ein kleiner Schritt. Gib dich zur Loge. Okay. Dann werden wir das wohl in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye, bye.